Hey Kenners und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Age of Empires 2. Ich wollte schon Total War sagen. Und zwar in der Kampagne von Johanna von Orléans, die Jungfrau von Orléans. So, sind wir mal gespannt, was das jetzt Chinon, ist. 26. März. Wenn eine Truppe entmutigter Soldaten sein Vertrauen in ein junges Mädchen setzt, ist das eine Sache. Eine ganz andere Sache ist es jedoch, wenn dieses Mädchen das Heer einer ganzen Nation anführen soll. Wir waren mit Stolz erfüllt, als der Bote des Dauphins, Johanna, die Jungfrau, zur Anführerin des französischen Heeres ausrief. Damit Johanna aussah wie ein General, stattete der Dauphin sie mit einem großen Schlachtross und einer weißen Rüstung aus. Johanna befahl mir, nach einem alten Schwert zu suchen, das unter dem Altar einer hiesigen Kirche vergraben sein sollte. Zunächst war ich noch skeptisch. Die Männer gruben jedoch nicht nur eine verrostete Klinge aus, es stellte sich sogar heraus, dass das Schwert einmal Karl dem Großen gehört hatte, dem großen Vater Frankreichs. Ich sollte Johannas Wort nie wieder in Zweifel ziehen. Auf dem Griff war noch immer das Symbol der Lilie zu sehen. Johanna übernahm die Lilie als ihr Zeichen und verzierte damit ihr Banner. Überall, wo Johanna hinging, war auch die Lilie. Sie folgte uns nach Orléans. Orléans. Eine der schönsten Städte Frankreichs ist in die Hände unserer Feinde England und Burgund gefallen und schon fast eingenommen. Der Krieg zieht sich nun schon seit mehr als 100 Jahren hin. Dabei wurden auf französischer Seite nur einige wenige bedeutende Siege errungen. Die Einwohner von Orléans brauchen einen Befreier. Johanna soll ihnen zu Hilfe kommen. So, Johanna muss überleben. Die Kathedrale in Orléans muss stehen bleiben. Begleiten Sie Johanna nach Blois, damit sie das französische Heer anführen kann. Kommen Sie schnell nach Orléans, bevor die Engländer viel Schaden anrichten können. Vorsicht vor den britischen Streitkräften südlich des Flusses. Doch versäumen Sie nicht, mit Ihrem Heer in Blois zusammenzutreffen. Sobald der Nachschub in Orléans eintrifft, können Sie Ihre Streitkräfte aufbauen. Fränkische Ritter eignen sich dazu, auf britische Langbögen und Belagerungswaffen aufzupassen. Fränkische Burgen sind nicht teuer und bieten eine ausgezeichnete Verteidigung. Nutzen Sie den Marktplatz, um Rohstoffe zu holen, bis Sie aus der Stadt herauswagen können. Die britischen Burgen besitzen große Quartiere. Am besten sammeln Sie eine Menge Angriffsstärke, bevor Sie zu Stürmen besuchen. Empfänger befinden sich westlich der Stadt, liegen aber außerhalb der Stadtmauer und sind ungeschützt. Ich bin der Herzog von Alençon, Mademoiselle. Ich bin stolz, mit euch nach Orléans reiten zu dürfen. Unsere Stadt braucht Hilfe. Die Engländer kommen. Viel Glück, Johanna. Er halt. Der burgundische Pöbel wird uns nicht aufhalten. Na, komm. Die Olle da mal ein bisschen schneller. Halt aber 200 Leben, ey, das ist so krass. Okay, das reicht. Die halt ja selber auch nochmal hoch. Okay, das reicht.
So. So, wenn ihr zusammenreitet, ist es ein bisschen einfacher. Willkommen in Blois, Johanna von Orléans. Das französische Heer hört auf euren Befehl. Weiter nach Orléans. Wir müssen an den Engländern vorbeikommen. Bringt die Verpflegung in Sicherheit. So, Steuerung 3. Die Ziele haben sich geändert. Ziele. Ja, bringen Sie an, Sie die 6 Karren mit dem Dorfzentrum von Orléans. Okay. Alter, wie weit muss man denn hier noch reiten? So, Türme wollen wir umgehen. Ha! Guck mal her. Okay. Da. Die Jungfrau von Orléans ist eingetroffen. Wir sind gerettet. Ja, gerettet würde ich jetzt noch nicht so sagen, ne? So. Ich habe halt noch keine Waren. Kloster soll also überleben. Sag mal, wohin fährst du, wenn ich dich da hinschicke? Dein Navi ist echt mal derbe im Arsch, ey. Warte mal, wohin muss ich die bringen?
zum Dorfzentrum. Okay. Ey, der genauso. Was ist denn mit euch verkehrt? Boah, danke, Ike, ey. Der hat einfach mal einen fahren lassen, ey. Das eine ist ein Speer. So, den benutze ich jetzt auch mal zum Spähen. Na, alle dahin. Na, guck doch mal an, da ist Gold. Finden uns aber nur in der Falle. Hurra! Die Jungfrau von Orléans hat uns Verpflegung mitgebracht. Jetzt können wir das Heer aufstellen, das wir brauchen, um die englische Burg niederzureißen. Was ist so? So. Erstmal. Zwölf. Wir haben wieder unseren Cap von. Ein paar Ritter haben wir ja. Was ist so? So, da haben wir eine Mühle. Da können wir dann schon mal ein paar Dings hier in Auftrag geben. Bär. Was ist so? So. Ah, warte mal, derzeit können wir mit ihm hier ein bisschen weiter forschen. Geben. Also hier sind Wälder. Wälder. Ist hier denn noch was anderes als Wald? Zack. Also hier gibt es nichts anderes als Wälder anscheinend. Nichts anderes als Wald. Okay. Was ist so? So. Okay. Was ist so? Oh, warte mal, das nehmen wir. Also haben wir Zugriff auf das, was unser Verbündeter sieht. So im Grunde. Beide geht da mal hin und kümmert euch darum. Ah, guck mal. So, hier sind ganz viele Felder. Toll. Dann werde ich mal. Oh, scheiße, ey. Ich hab nicht weitergemacht. Was ist so? Oh, ey. Was ist so? Was ist so?
mir ja nicht auf. Piss, ey. Beinahe das Ende von Johanna von Orléans. Liebe Eul. Eul. So. Okay. Ach, wir haben immer noch jemanden. So, dahin hätte ich gern auch noch einen. Sert Eul. Johanna hat halt keinerlei Rüstung oder sowas, ne? Weiß ich doch. Boah, mach doch einfach den da mal gerade. So, du haust mir jetzt von. Mach mal eine Mauer von. Hier an. Bis dahin. Durchgezogen hast, dann ist es schon mal easy. Ich möchte mit denen recht schnell ins dritte Zeitalter, weil dann kann ich. Diesmal. Mal hier. Du mir noch eine Mauer ziehen und dort. Von dort bis dort. So, haben wir hier irgendwie die Chance? Fuck, Alter. Da hat dieser kleine poplige Bogenschütze mein Speer abgemurkst, ja? So. Muss halt einen neuen Speer machen. Ja.
halt hier hoch. Da ist ein Wald. Hier wäre was. Hier wäre, statt so ein Wald. Was anderes lieber. Naja. So, oh fuck ey, die laufen jetzt gerade. So schlimm um unser Holz bestimmt, oha. Ist mir das egal. Ich brauche Holz. Ich habe echt viel Holz ausgegeben. Eines unserer ersten Ziele muss heißen, hier unten den Weg frei machen. Also die Burg vernichten ist eines unserer oberen Ziele. Holz, ey. Wie viel Holz brauche ich denn? Oh, 100 Holz. Ich habe halt auch keinen. Ah, doch, warte mal, ich habe einen Marktplatz. Einkaufen. So, okay. Dann, bauen wir doch mal. Da, so ein Holzlager hin. Sonst haben wir gleich hier keine Felder mehr. Na, der kriegt das hier unten eigentlich alles. Ja, eigentlich brauchen wir dann nicht mal ihn, ne? Da reicht sie. Ah, okay. Erstes Feld. Ist damit alle. Brauchen wir da Holz für? Nein, nur 150 Nahrung. Das passt mir ganz gut in den Kram. Was ist so? Nein! Wir sind verzweifelt, denn wir haben die Jungfrau verloren. Oh. Geht die echt so schnell down. Allei. Leck mich doch am Arsch, ey. Neustart. Ja. Ich bin der Herzog von Alençon, Mademoiselle. Ich bin stolz, mit euch nach Orléans reiten zu dürfen. Toll, jetzt müssen wir den ganzen Kram schon wieder machen, ey. Fuck. Viel Glück, Johanna. Unsere Stadt braucht Hilfe. Die Engländer kommen. Oil. Virax,
Eul. 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 Ja. Liebe. Jetzt kommt ihr nämlich dahin. Und dann werdet ihr aufgemischt. Zack, 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 zack. Der burgundische Pöbel wird uns nicht aufhalten. Ja. Wollte ich mal mit dem Heilen. Warum haben die Ritter auch so viel Leben, ne? Zack. So, auf dem Weg dorthin ist sowieso nicht viel Widerstand. Was? Wieso lauft ihr zurück? Oh mein Gott. Willkommen in Blois, Johanna von Orléans. Das französische Heer hört auf euren Befehl. So, hier irgendwo ist das Wasser, wo das Wasser ist. Da müssen wir hin. Weiter nach Orléans. Wir müssen an den Engländern vorbeikommen. Bringt die Verpflegung in Sicherheit. Da auf der anderen Seite dort wieder ausladen. Ja, du auch. Perfekt. So. Dahin bitte. Hurra! Die Jungfrau von Orléans hat uns Verpflegung mitgebracht. Jetzt können wir das Heer aufstellen, das wir brauchen, um die englische Burg niederzureißen. Die Jungfrau von Orléans ist eingetroffen. Wir sind gerettet. Naja, gerettet würde ich jetzt nicht so direkt sagen. So, bevor wir hier groß was anderes machen. Erstmal das. So. Was ist
Ihr dürft da auch noch auf die letzten Boote. Da auch noch. Dann einmal hier ausladen, bitte. Dann haben wir nur noch 4. Ausladen. Der Speer wieder, so da. Der reitet mir wieder nach links und kundschaftet mir da mal die Gegend aus. So. Mir nämlich jetzt erstmal das Kloster. Mach das ruhig dahin. Okay, 4. Diesmal übertreiben wir es nicht so direkt. Aber warte mal, du bist ja hier unten so weit fertig. Alter. Was ist so? So muss das sein. Genau. Und jetzt holen wir uns da einen Mönch hin. Was ist so? Was ist so? Gut. Dann haben wir das eigentlich ja soweit unter Kontrolle. Ich krieg's echt nicht hin, ne? So. Der baut da mal so einen Schlauch auf. Ja, ihr seid die. Ihr seid die. Bogenschützen gehen dahin. So. Dann. Was ist so? Hier eine Mauer ziehen bis da oben hin, das ist okay. Dürfen wir auch hinbekommen von den Rohstoffen her. Du gehörst mit dazu? Nein, ihr seid eins. Du bist keine Eins. Okay. So, dann Aufi mit dir da oben hin. Was ist so?
Ah, okay, du bist soweit fertig. Kannst du da hinten hingehen und da das Holzfällerlager hinbauen. Schwer verletzt. Den tun wir mal kurz dahin. Oh Gott, lass dich doch ablenken, ey. Idiot. Mach da mal weiter. So. Ist. Warte mal. Ja, das machen wir gleich. Wir brauchen erstmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, meine Kameraden. Schon fast am Ende. Nebenbei noch forschen. 100 Nahrung, 40 Gold. Ist okay. Ist da überhaupt noch am Produzieren? Ja, weiß. Dann das. Wegen 150 Nahrung. Das sieht, das sehen wir auch. Wir sehen, dass der hier im Grunde nichts macht. So, dann können wir. Wo ist denn eigentlich unser Dings abgeblieben?
Was ist so? Okay. Da ist er geblieben. Ha! Ich dachte schon, der ist wieder drauf gegangen. Das macht er nämlich echt gerne. Was? Nein! Oh, nein. So, den haben wir. Dann können wir mit dem hier so ein Ding bauen. Warte mal, das sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, machen wir erstmal die 8. Greif doch mal die Ritter, die Heinzelmännchen an. Das lohnt sich für den halt echt überhaupt nicht anzugreifen. So, hat unser Aufklärer jetzt erreicht, was er erreichen wollte, ja? Gut. Kann er ja vielleicht tatsächlich auch mal wieder dem nachkommen, was er eigentlich machen soll, nämlich aufklären. Reitet mal dahin. So. So. Oh yeah. Zack. Gut, die haben eine gute Reichweite. Werden da noch produziert? 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Gut. Dann dürfte man nahrungstechnisch ausgesorgt haben. Weiter. Das ist ein Karl Heinz. Bist du irgendwie bescheuert oder so? Echt, ey. Danach einfach nur noch 5 Leute, 6 Leute
machen wir 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, also das haben wir jetzt besser unter Kontrolle. Arbeitslosen. Das gefällt mir. So. Unser Hauptquartier hat noch 4 Leute. Danach bauen wir mit. Wie viel nehmen wir denn? 5? Na, wir nehmen einfach mal 5 Leute dann, um das Stein abzubauen. Götterbau. Fertig. Das können wir noch ein bisschen schneller. Sag mal, welche Nummer hat er mein Aufklärer? Also, du bist jetzt die 3. Dahin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war nur deswegen 6, weil. Zack! Der zweite Aufklärer ist auch tot. Nicht.
würde eine Weile dauern, bis ihr das Tor da kaputt habt. So. Ich muss mir was bauen, und zwar nicht das, sondern die Uni. Nein! Da was, was ich unbedingt brauche. Die Waffenschmiede können wir eigentlich auch mal langsam irgendwo hinpflanzen. So, mal da hin. Oh, Alter! Gut, und danach. Liebe. Wo ist meine Schmiede? Ich habe gar keine Schmiede. Das ist gut zu wissen. So, also die Schmiede müssen wir auch noch bauen. Das können wir weiter ausbauen. Ah, jetzt kommen wieder die Reiterei. So. Das kann eine Weile dauern. Was wollte ich denn jetzt noch? Ah. Guck mal, wo wir gerade bei der Schmiede sind, ne? Das brauchen wir gleich noch. So, Ritterzeit können wir gar nicht weiter hinausgehen. Natürlich ein bisschen schade.
gucken. München will ich nicht. Nee, das können wir aber machen. Wir bräuchten auch einen neuen Scout, bitte. Und du bist fertig, ne? Okay, du bist der Einzige. Also. Was ist so? So. Dann Aufi. Mal den Wald hier oben so ein bisschen erkunden. Ich glaube, hier oben gibt es echt nur Walter. Ha! Schauen wir nochmal so einen Außenposten. Dann haben wir ja vorerst wieder eine Quelle entdeckt, wo wir Gold herholen können. Wo? Alter, wollt ihr mich verarschen? Der Wichser hin. Pikniere fertig entwickelt. Lassen sie wieder ab davon. Na ja, klar. Ey, er hat's fast geschafft. Er hat's geschafft. Mann, bin ich stolz auf dich, ey. Diese Burg hätte ich echt gerne, dass sie endlich mal fertig ist. Du kannst danach noch eine Burg bauen. Und zwar hier unten. Ja, genau da. Das brauchen wir noch nicht reparieren. Mit ihm suchen wir dann mal weiter die Landschaft ab. Na, vielleicht ist da ja was Geheimes. Dort. Ach, guck mal an. Mit dir wollen wir welche haben, ey. Und das ist da DDD. 1, 3, 4, 5, 6. Danach machst du mir noch hier und da ein Tor rein. Und dann bin ich vollends glücklich.
können wir ja schon sehen. So. Ernst jetzt? Noch zusätzlich gefunden. Einfach mal stur da drauf zu. Guck mal, ob ihr irgendwas gekillt bekommt. Du musst mir jetzt mal da ein Tor rein. Das habe ich alles. Gut, dann haust du mir noch ein Tor rein. Danach brauche ich nochmal eine Burg. Tatsächlich noch eine Burg bauen, wenn dir das so Spaß macht. Was war da? Da drauf. Was sind das? Axtwerfer. Jetzt nicht gerade unbedingt die Einheiten, die man sich so wünscht.
neue Ziele. Die Engländer nicht zurückzuziehen, indem sie auf ihre... Okay. Ja. Sind wir ja dabei. Südbritte. Da ist noch ein Südbritte. Spannend. Das kann man eigentlich so ziemlich easy machen. Oh, Alter, wohin lauft ihr denn? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davon bauen wir 6 Stück. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Euer Einsatz kann kommen. Dann kannst du da hinten ja schon mal... Was? Ach, Z. Das bauen. Alle. Da seid, kann der nächste Ansturm auf die Burg beginnen. Ihr wollt auch dahin, weil deswegen. Andere haben wir schon. Oh. Ne, Belagerung haben wir auch. Ja, echt amüsant. Da wir wollen keine Tribute zahlen müssen. So, dann auf. Frisch. Burgen bauen kann ich nämlich auch, hier scheiß Engländer. Na, naja, scheiße. Dann müssen wir. Ja, bleib mal hier. Wir müssen ja nur sie kurz vorschicken. Mit dem da kämpfen, ne? Thank you.
So. Gut, dann haben wir die gerade überstanden. Den geben wir noch mal ein bisschen Lebenspunkte, damit die da in die Burg auch rein können. Hier oben ist echt nicht mehr so viel für uns. Ach, meine Fresse. Gib mal alle euer Holz ab. Dann geht mal Gold sammeln, bitte. Der Rest muss nicht sein. So. Kommen die nächsten Opfer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oder hat sich ein Schwertkämpfer. Oh, Schwertkämpfer verirrt. Alter, das da sollst du abbauen. Gelernt haben zu kämpfen. Lol. Lol. Ich musste nur eine einzelne Burg kaputt machen. Ist das? Das waren die Franken. Ach, das Gold haben die nicht angerührt. Oh, das ist ja lustig, ey. Das ist im Grunde so easy. Naja, gut, dann schauen wir uns noch den Abspann an, ne? Johanna sah voraus, dass sie in Orléans verwundet werden sollte. Auf dem Höhepunkt der Schlacht stieß der Pfeil einer Armbrust sie vom Pferd. Wir konnten unser Unglück nicht fassen. Als wir jedoch Johanna vom blutigen Schlachtfeld trugen, war die Schlacht gewonnen. Orléans war befreit. Als wir in die Stadt einzogen, jubelte uns das versammelte Volk zu. Aus den Fenstern, von den Dächern der Häuser und auf der Straße. Schusssalven wurden in den Nachthimmel abgefeuert und die Leute nannten Johanna liebevoll La Pucelle, die Jungfrau von Orléans. Wir haben nur 9 gefallene Einheiten und 112 kaputt gemacht, okay. Gesammeltes Holz. Bin ich tatsächlich nicht auf Platz 1. Ja. Aber gesammelte Nahrung bei weitem. Gesammelte Stein auch. Gold auch nicht. Aha, okay. Was ist da? Schlacht hat da stattgefunden. Okay. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.